Alhamdulillah, wir stehen heute hier aus Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Ruf. Jeder Mensch auf einer natürlichen Art und Weise spürt in seinem Körper eine Angst. Angst ist ein Gefühl, das jeder Mensch hat. Doch manche Menschen haben Angst zu sterben. Andere Menschen haben Angst, etwas zu verlieren an Vermögen. Andere Menschen haben Angst, etwas zu verlieren an Luxus, an Gemütlichkeit. Aber eine bestimmte Angst trägt jeder Mensch in sich. Und das haben auch die Menschen zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehabt. Eine Angst. Aber welche Angst? Diese Angst, dieses Gefühl Angst in den Menschen hat mit dem Islam eine ganz neue Form in den Herzen der Gläubigen genommen. Allah sagte, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأُوفِي بِعَهْدِكُمْ. Allah sagte, nun kommt eurem Versprechen gegenüber Allah nach. Und Allah kommt seinem Versprechen gegenüber euch nach. Der Mensch, damals, zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nahm die Hand des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, lag seine Hand auf seine und gab ihm den Treueeid unter Bedingungen. Unter anderem für sein Leben. Er sagte, alal maut, bis der letzte Atemzug aus meinem Körper rausgeht, bin ich auf deinem Weg. Sie sagten, alles sam'a wa ta'a. Sie sagten, wir schwören, alles, was wir hören werden, dabei werden wir gehorsam sein. Alles, was wir von dir hören, werden wir eins zu eins machen. Nahmen die Hand und gaben das Versprechen. Diese Art von Versprechen geben wir, indem wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Indem wir bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Und indem wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter und sein Diener ist. Und Allah ihn uns als bestes Beispiel gegeben hat. Und nun kommt dieses Versprechen in dein Leben. Mit dem Koran, mit der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, hast du nun ein Versprechen gegeben. Allah sagt zu den Muslimen, kommt eurem Versprechen nach, ich komme meinem Versprechen nach. Und sagt zu uns, وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ. Nun, die einzigste Angst, die du trägst, ist das, die Angst, dieses Versprechen zu Allah zu brechen. Nun haben sie keine Angst mehr zu sterben. Nun haben sie nicht mehr die Angst, etwas zu verlieren in ihrem Leben. Denn sie sagen, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sie sagen ab heute, wenn etwas uns trifft, dann ist es nur das, was Allah uns aufgeschrieben hat. Seine Bestimmung kommt und nimmt uns das weg. Und wer ist der, der uns das wegnimmt? Huwa Maulana. Er ist unser Unterstützer, unser Freund, der, der uns beisteht. Wenn er mir etwas wegnimmt, dann ist das gut für mich. Ar-Rida ba'd al-Qada. Zufrieden, nachdem Allah seine Bestimmung kommt. Nun so, die Angst vor Weltlichem ist verschwunden. Nur noch die Angst ist da, sein Versprechen gegenüber Allah zu brechen. Und danach im nächsten Vers sagt dann Allah, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Und verkauft nicht meine Verse für einen geringen Preis. Allahs Verse sind Allahs Gesetze. Wenn jemand nur den Koran runterliest, ohne darüber nachzudenken, und ohne es in die Tat umzuwandeln, so wird dieses Koranlesen nicht ein Vorteil für ihn, sondern ein Nachteil für ihn. Weil er wird sagen, er hat mich gelesen und nicht nach mir gehandelt. Deswegen, Koranlesen bedeutet, zu lesen, zu reflektieren und zu leben. Und Allah sagt, verkauft diese Verse nicht gegen einen geringen Preis. Wenn jemand kommt und dir etwas anbietet, gegen meinen Willen, tausche es nicht ein, weil es ist billig. Es ist billig. Somit sagt dann Allah, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Nachdem er gesagt hat, schalte alle Angst ab, sagt er nun, schalte alle Angebote ab, nimm meine Gebote, nimm meine Verse in dein Leben und فَاتَّقُونَ.
sei so, dass du achtest, dass du nichts davon brichst und nicht gegenüber dem Angebot eines anderen, was gering ist, verkaufst. Somit kommt ein ganz neues Konzept für die Menschen. Kein Wille vom Diesseits kann nun den Willen Allahs brechen in seinem Herzen. Nun, kein Angebot der Welt kann das Angebot von Allah brechen. Nun, keine Angst ist höher als die Angst, Allahs Gesetze zu brechen. Und Allah sagt, nun ist ein Mensch entstanden. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ein Mensch entstanden, der sich Allah komplett verkauft hat. Der gesagt hat, alles was ich besitze gehört Allah. Und Allahs Wohlgefallen auf ihn wajib, verpflichtend ist. Und Allah ihn mit diesem Verhalten, mit dem, dass er sich Allah hingibt, ins Paradies einlässt. Und er wird siegen in der Dunya und in der Akhira. In beiden Welten wird er siegen. Ein Gelehrter erzählt über einen Jugendlichen aus Jemen. In der letzten Zeit, was aktuell ist. Er ist ausgereist aus Jemen, Jemen-Kriegsgebiet, Armut. Die Familie schickt ihn raus, wie in vielen Ländern, dass er arbeitet, Geld verdient, zur Heimat Geld schickt. Er geht in ein arabisches Land und will als Putzkraft im Hotel arbeiten. Hat sich beworben, hat ein Gespräch bekommen. Er geht von Jemen dorthin, ist gereist, kommt im Hotel an. Luxus, überall Luxus. Er drückt auf den Schalter, Aufzug kommt. Aufzug ist voll, Männer, Frauen. Er ist dort, es gibt nur einen Aufzug, er muss zum obersten Stockwerk. Und er mit seinem Blick gesenkt. Nun, alle sind aus dem Aufzug raus, außer eine wunderschöne Frau. Außer eine wunderschöne Frau. Eine Frau, die teuersten Düfte auf ihr. Man riecht sie im Aufzug, außerhalb des Aufzuges. Überall riecht man sie. Mit Schmuck bekleidet, mit Schmuck vom Diesseits. Sie hat den Preis der Dunya auf sich. Aber dieser junge Jemeni aus Jemen, er senkt seine Blicke und steht mit Adab. Und die Frau ist verwundert. Sie sagt zu diesem jungen Mann, wieso schenkst du nicht deine Aufmerksamkeit mir? Und der Jemeni sagt zu ihr, wie könnte ich meine Aufmerksamkeit in Anbetracht, dass Allah mich sieht, etwas schenken, womit Allah mich brennen lässt? Er weiß, wer ihn sieht. Auch wenn die Türen verschlossen sind und Beton um dich gebaut ist, Allah sieht dich. Diese Frau ist fasziniert von diesem jungen Mann. Bis heute hat man sie bewertet nach ihrem Aussehen und sie hat sich geschmückt für die Blicke anderer. Dieser Jemeni, er geht weiter bis zu seinem Ziel, steigt aus. Der Mann, der Raum, zu dem er gehen sollte, sagt zu ihm, du musst etwas warten. Telefoniert, schickt ihn woanders hin. Er geht woanders hin in diesem Hotel. Plötzlich der Mann sagt, ich werde dich begleiten, du wirst dieses Hotel leiten. Ich werde dich begleiten, ich werde dich einarbeiten. Er sagt, warum? Er sagt, ich weiß es nicht. Aber unsere Chefin hat mich angerufen, hat zu mir gesagt, dass du auf dem Weg dorthin bist, dass ich dich rufen soll, begleiten soll und dich einlernen soll, dass du dieses Hotel leitest. Die Frau, die er dort gesehen hat, war die Besitzerin von dieser Hotelkette. Allah hat ihn geehrt bereits in der Dunya und Allah wird ihn ehren im Jenseits. Wer mit Allah steht, steht fest. Wer mit Allah steht, gewinnt. Deswegen sagt Allah, verkauf nicht. Verkauf nicht meine Worte gegen einen geringen Preis. Keiner kann dir das geben, was ich dir gebe. Und sagt zu dir, فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jahrelang Richtung Masjid al-Aqsa gebetet. Nun offenbart Allah, sagt, wendet eure Gesichter Richtung Mekka, Richtung Kaaba. Warum? Nun, ihr seid eine Gemeinschaft, anders als alle Gemeinschaften. Am jüngsten Tag werden alle Menschen auferstehen in zwei Gruppen. Die Gemeinschaft, die ihr Gesicht Richtung Masjid al-Haram, yani Richtung dem Willen Allahs gewendet hat, und die Gemeinschaft, die sich woanders hingewendet hat. Nun wendet eure Gesichter dorthin. وَمَا حَيْثُمَا كُنْتُمْ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Egal wo ihr seid,
in Deutschland, in der Albi-Moschee, in Albanien, in Türkei, egal wo ihr seid. Allah sagt, ab heute wendet ihr eure Gesichter immer nach meinem Wohlgefallen. Dort, wo ich euch sehen möchte. Im Gebet, aber auch außerhalb des Gebetes. Nichts im Gebet Allahu Akbar zu sagen und Richtung Allahs Wohlgefallen zu beten, sondern auch nach dem Gebet in der Schule zu schauen, wo ist der Wille Allahs. Nach dem Gebet, wenn du heiratest, zu schauen, wo ist der Wille Allahs. Wenn du arbeitest, wo ist der Wille Allahs. Ab jetzt wendet eure Gesichter euer Leben lang nach dem Wohlgefallen Allahs. Das ist es. Wende dein Gesicht, weil Allah ist überall mit seinem Wissen, mit seinem Hören. Er hört uns, er sieht uns. Aber er möchte, dass wir unser Gesicht immer Richtung seines Wohlgefallens wenden und niemals davon abkehren und in diesem Bewusstsein leben. Eine Frau von der Salafus Salih, schön, aber eine rechtschaffene Frau, verhüllt. Ein junger Mann, sie ist eine junge Frau, verliebt sich in sie schon in den jungen Jahren. Und irgendwann, aber er kommt nie an sie ran, irgendwann eine schlechte Absicht in seinem Herzen. Sie geht mit einer Karawane auf die Reise. Er sagt, ich werde mich dieser Karawane anschließen, um an sie ranzukommen. Er schließt sich an, die Karawane macht eine Pause, alle schlafen, er geht zu dieser Frau, zu dieser jungen, schönen Frau, die er liebt, und bietet sich an. Diese Frau sagt zu ihm, geh und schau mal, ob alle schlafen. Der Junge voller Freude, okay, sie wird wahrscheinlich mein Angebot annehmen. Er geht, schaut, alle schlafen. Dann kommt er zurück, sagt er, alle sind tief im Schlaf. Wir sind alleine, keiner stört uns. Dann sagt sie, hast du ganz genau geschaut? Er sagt, ja, ich habe jeden überprüft. Und sie sagt, was ist mit Allah? Schläft Allah? Und dieser Junge, er ist sündigend, aber in seinem Herzen hat er schon ein Stäubchen Iman. Und er sagt, nein. Allah, weder schläft er, noch wird er müde. Dann sagt sie, wie willst du und mich in Anbetracht dessen, dass Allah uns sieht, eine Tat machen lassen, wogegen uns auszeugt und am jüngsten Tag uns ins Feuer bringt? In diesem Moment, dieser Junge, der sündigend war, in seinem Herzen eine schlechte Absicht hatte, hat Haya bekommen, Scham bekommen, hat sich geschämt, ist gegangen, hat Reue gezeigt, gelebt ein Leben in Rechtschaffenheit und hat um seine Sünde geweint. Danach, er ist verstorben, dieses Mädchen hat in ihrem Traum diesen Jungen gesehen, nach seinem Tod. Und sie hat ihn gesehen, in schöner Kleidung, hat gefragt, wie geht es dir? Und er sagte, heute bin ich gekommen, um mich zu bedanken bei dir, wegen deiner Ermahnung damals. Sie sagt, warum? Die Träne, die ich danach vergossen habe, mit dieser Träne hat Allah alle meine Fehler gelöscht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Auge, Aynun beket min khashyatillah, ein Auge, das tränt aus Angst vor Allah, wird niemals das Feuer berühren. Allahu Akbar. Deswegen, nun, die Muslime haben keine Angst mehr vor dem Tod, keine Angst mehr vor einem Verlust des Diesseits. Sie haben nur noch Angst vor der Strafe Allahs. Nur noch Angst, Allah nicht zufriedenzustellen. Das ging Stufe für Stufe. Die letzte Stufe dieser Angst hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erreicht. Er ist aufgestanden, nachts gebetet, geweint und sagte, Ummati, Ummati, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Meine Gemeinschaft weltweit. Und hat geweint, Tränen vergossen für die Gemeinschaft, die da ist und kommen wird. So sehr, dass sogar Allah ihn getröstet hat und gesagt hat, er soll es sich nicht so schwer machen. Taha, ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Allah sagte, wir haben dir den Koran nicht offenbart, damit du schlecht gelaunt bist, dass es dir schlecht geht. Der Koran ist da. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Für den, der sich ermahnen lassen möchte, aus Angst vor dem, was im Jenseits passiert. Sie tragen Angst. Der Koran ist für Menschen gekommen, die Angst haben
ungehorsam, ihr Versprechen zu brechen, das sie schon vor ihrer Erschaffung gegeben haben. Sie haben Angst, nicht Allah gerecht zu sein. Welcher Allah? Ein Allah, der den Koran entsandt hat? Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Der die Erde und die höchsten Himmel erschaffen hat. Schau raus, blicke in die Himmel. Wer kann das aufstellen? Dieser Himmel. Viele sind in den Urlaub geflogen. Sie fliegen, sie sehen das Blaue, aber sehen nicht denjenigen, der das aufgestellt hat. Dieser Allah, der das aufgestellt hat, er schickt den Koran für den, der die richtige Angst im Herzen hat. Die Angst, nicht seinem Schöpfer gehorsam zu sein. Nun, die Muslime ein neues Bild, voller Scham, voller Bewusstsein. So sehr sogar, dass sie Angst haben, Allah zu bitten. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Allah prüft ihn mit den verschiedensten Krankheiten. Es nimmt seinen Körper ein und tut weh. Seine Frau distanziert sich von ihm, weil sie sich ekelt. Die Menschen distanzieren sich, aber auf seiner Zunge Subhanallahi wa bihamdihi. Dankend und lobend, obwohl Allah ihm seine ganze Gesundheit nimmt. Und nicht einmal hat er gesagt, ja Allah, heile mich. Warum? Er hat Scham davor, etwas zu bitten, dass Allah ihm was wegnimmt, die Krankheit, was Allah ihm gegeben hat. Bis eines Tages die Krankheit auf seine Zunge kommt. Und er merkt, er tut sich schwer beim Reden. Und seine einzigste Angst ist was, dass er nicht mehr Allah gedenken kann. Das war die Angst, die er hatte. Was hat mein Leben noch für einen Sinn, wenn die Zunge sich nicht für Allah bewegt? وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الدُّرْ. Nun, nachdem die Krankheit auf meine Zunge kommt, ja Allah, mich hat ein Schmerz getroffen. Welcher Schmerz? Die Angst, dass ich dich nicht mehr gedenken kann. Und sein ganzes Bittgebet ist was? وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Keine langen Worte, keine langen Sätze. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und Allah sagt mit diesem Satz, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Wir haben seine Bitte angenommen. Und Allah hat ihn geheilt. Mehr nicht. Ein ganz einfacher Satz. Aber ein Satz, der tief aus dem Herzen mit der richtigen Angst kommt. Nun so ein Profil. Ein Profil der Propheten, ein Profil der rechtschaffenen Menschen. Yusuf alayhi salam. Er wird hinterlassen im Brunnen, von seiner eigenen Familie verlassen, von seinen eigenen Geschwistern weggeschmissen, danach von irgendwelchen Fremden gefunden und verkauft. وَشَرَوْنَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. Für einen sehr geringen Preis hat man ihn verkauft, sagt Allah im Koran. Ja, nee, die Menschen haben ihm keinen Wert gegeben, aber in den Himmeln, dort hatte keiner so viel Wert zu diesem Zeitpunkt wie Yusuf a.s. Bei den Engeln hatte keiner zu diesem Zeitpunkt so viel Wert wie Yusuf a.s. Ein Schatz des Himmels haben sie für einen geringen Preis auf der Erde verkauft. Manchmal kann es sein, dass deine rechtschaffenen Taten bei den Menschen komisch rüberkommt, merkwürdig rüberkommt, sie dich deswegen niedrig einstufen. Aber auch Yusuf a.s. wurde so eingestuft. Kein Schmerz, nein. Warum? Die Angst lebt weiterhin. Was wäre, wenn Allah mir keinen Wert gibt? Das ist die wahre Angst. Yusuf a.s. wird verkauft. Ist was dort als Sklave? Irgendwann wegen seiner Schönheit, die Allah ihm gegeben hat, wird er geprüft. Suleyha schließt alle Türen. Aber Yusuf a.s. sagt, Abwabus Sama sind offen. Die Tore zum Himmel sind offen. Niemand kann sie schließen. Und Allah öffnet ihm die Tore auf der Erde. Danach wirft man ihn ins Gefängnis, aber was sagt er? وَقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. Ja Allah, mir ist es lieber, mein Leben im Gefängnis zu verweilen, als das, wozu sie mich rufen. Dass ich mein Versprechen zu dir breche
und in eine Sache reinfalle, wo du mich in Sünde siehst. Ehrlich, ein Herz, das an der richtigen Stelle Angst hat. Nicht Angst hat vor der Folter, nicht Angst hat vor dem Gefängnis der Erde, sondern Angst hat, dass Allah nicht mit ihm zufrieden ist. Fatima radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gekleidet wie die Kaaba in Schwarz, voll verhüllt wie die Kaaba. 6 Monate nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam liegt sie im Sterbebett und weint. Die Menschen fragen, warum weinst du? Sie sagt, denk nicht, dass ich weine, weil ich von dieser Dunya gehe, sondern ich weine aus Angst, dass die Menschen tagsüber in dem Zustand, wo ich in meinem Kefen bin, in meinem Leichentuch bin, Körperteile von mir erkennen könnten, von meiner Leiche. So ein Herz, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Omar ibn Khattab radiallahu anhu sagt, als ich das gehört habe, wusste ich, wir werden Fatima am Abend begraben, dass keiner auch nur eine Stelle von ihrem Körper erkennt, so wie sie gelebt hat, so ist sie gestorben. Eine Frau, die an der richtigen Stelle Angst hat. Die Angst, an der richtigen Stelle zu pflegen, das führt jemanden ins Paradies. Die Angst an der anderen Stelle, das führt ihn zu der falschen Gruppe. Deswegen, geehrte Geschwister, das sind Beispiele für uns, um den Koran zu verstehen. Zu verstehen, wo die Angst hingehört, vor was man wirklich Angst haben muss, was man begehren muss. Und das, was man begehrt, ist der Wohlgefallen Allahs. Und wie will ein Mensch den Wohlgefallen Allahs begehren, der nicht mal vor Allah stehen möchte in der Dunya? Der irgendwas, Schule, Arbeit, Einkaufen, egal was, Schwimmen, Urlaub, egal was, einkauft gegen die Verse Allahs. Und nicht vor Allah im Gebet mit seinem Gesicht Richtung Wohlgefallen Allahs steht. Deswegen, geehrte Geschwister, muss jeder von uns an der richtigen Stelle Angst haben. Sogar abschließend noch ein Vers. Allah sagt im edlen Koran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Diejenigen, die Sahaba, die etwas gegeben haben, gespendet haben, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً. Ihre Herzen hatten Angst. Obwohl sie eine gute Tat machen, ihre Herzen hatten Angst. أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Denn sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Sie hatten Angst, mache ich diese Tat für Allah oder für jemand anders? Sie hatten Angst, wird Allah meine rechtschaffenen Taten annehmen oder nicht? Die Angst an der richtigen Stelle, sich immer wieder nach seiner Absicht zu fragen und dann zum Tod zu laufen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht so einen Jugendlichen im Sterbebett. Anas bin Malik radiallahu anhu sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt ihn, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Er sagt, ja Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, 2 Ängste habe ich in mir. Er sagt, welche? Die eine, dass Allah mich strafen wird, die andere, dass Allah mit mir barmherzig sein wird. Die Hoffnung und die Angst. Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, aber auch Angst, was ist, wenn Allah mich straft? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah straft keinen seiner Diener, wenn er diese 2 Gefühle pflegt. Wenn er den Respekt hat, die Angst an der richtigen Stelle hat, aber weiß, wie gnädig und barmherzig und kerim Allah ist, wenn er diese Gefühle trägt, Allah wird ihn niemals strafen. Deswegen, geehrte Geschwister, lasst uns alle fragen, wo habe ich Angst? Habe ich Angst an der richtigen Stelle? Habe ich Angst vor dem, was die Menschen sagen? Habe ich aber die richtige Stelle? Habe ich tatsächlich Angst vor Allah? Oder habe ich Angst vor den Menschen oder von dem Diesseitigen? Möge Allah azza wa jalla uns von denjenigen machen, die die Angst bei Allah haben, mit Allah leben und zu Allah mit seinem Wohlgefallen gehen. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.